So, leerer Sektor. Reaktoren kann ich 5 haben. Vorgestern Nacht ist ein Backup-Server abgeschmiert. Ja gut, da hat er seine Aufgabe nie erfüllen können. Finde ich super, wenn man den Live-Server zum neuen Backup-Server macht. Ich weiß, es wird nicht so sein. Die alten Live-Server zu Backup-Servern. Das hört sich richtig an, als wenn da voll Geld fließt für. Ich verliere keine Ressource, ich habe 2 neue Biotanks gebaut. Beim Biotank ist ja eigentlich nie was. Bauen wir eben 2 Ersatzreaktoren. Ja, solange keine Arbeit auf dem Schiff passiert auch nichts. Dann kannst du Ewigkeiten durch den Weltraum fliegen. Alles cool. Was? Boah.
So viel zu, man kann ganz entspannt hier rumlungern. Werde ich von Piraten angegriffen. New Captain promoted. Crew lost. Meine ganze Crew gammelt irgendwo ab, ey. Mein Gott, halt nie was aus. Ach, da sind Klon pro Mensch bei gewesen. Wir müssen weiter wegspringen. Weil die Verfolge ein. Schrecklich. Man kriegt nicht seine Ruhe, um mal eben hier ein bisschen was zu erledigen. Bei einem Händler wird man nicht angegriffen. Okay, Sprünge über 1 kosten wirklich nur Brennstäbe, alles darunter nix. Aber selbst wenn man nur einzelne Sprünge macht. Warum gibt es kein Routensystem, ey? Kann nicht sein, dass der Computer zu dämlich ist, mehr als einen Sprung zu machen. Haben sie damals nicht dran gedacht. So, jetzt habe ich die Ruhe. Du, dann kann ich schon mal wegnehmen.
Erstmal die Crew runterbringen irgendwie. Du siehst alle in den Turbolift. Oh mein Gott, unser Schiff wird auseinandergenommen. Und wir sind noch in den Räumen. So, weg mit dem dämlichen Turbolift. Da müssen wir halt durch ein Treibhaus gehen. Falls sie krank werden. Mal kurz schauen, dass ich das Depot ausgelagert bekomme. 6 Depots. Wollen die mich verarschen? Die wollen mich definitiv verarschen. Kann man ja nicht sagen, dass jetzt von jetzt auf gleich mal eben schnell. Oh, jetzt, wo die Depots umgesetzt wurden, jetzt sind da wieder Aliens drin. Job assigned. Die haben nur geschlafen. Ich will mal sagen, dass die Verbindungsstücke totaler Unsinn sind.
Ach, weiter nach rechts darf es nicht gehen. Das sieht aber eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Dann ist der Hangar so weit rechts, wie es geht. Wahrscheinlich mache ich die wach, wenn ich die Ressourcen umsetze. Da denken sie sich, Moment, nein, ich habe dem Umzug nicht zugestimmt. Ich muss die Depots langsam... Ja, jetzt ist natürlich alles ein bisschen anders. Passiert mir gerade alles nur, weil hier die dämlichen Ressourcendepots sind. Andere Idee. Springen mir gerade durch den Kopf. Hier oben auch weg.
Bleib tot. Ich hoffe, was bedeutet gerade das Rote? Alarmiert nur. Und sonst nix. Ich muss die nochmal durch eine Dekontaminierungs... Hallo Nordwicht. Danke fürs Folgen. Dang, dang. Silver. Mahlzeit, Kadets. Ich werde mich nie wieder zurechtfinden in meinem Schiff. Wie lange spielst du heute schon Genesis? Befehl Uptime hilft, aber ich glaube, wir sind bei 1,5 Stunden jetzt in etwa. Abzüglich Kaffeezeiten. So, da ist dann das Depotlager. Da wird ja 48 hoffentlich auch langfristig groß genug geplant sein. Die Depots können wir wieder abreißen. Weil es kommt immer was aus den Depots gesprungen. Da müssen die wenigstens durch die Dekontaminierung A durch. Verdammt, den hätte ich einen länger machen müssen. Wie ich so darüber nachdenke. Weil wenn ich jetzt nochmal irgendwann umbaue, darf ich alles nochmal auseinandernehmen. Was machst du denn da? Achso, du bringst Ressourcen in die Raffinerie rüber. Übrigens, jetzt habe ich 2 von 8 Roboter, weil ich Sachen abgerissen habe. Also meine Roboter dabei zerstört wurden anscheinend. Ekelhaft. Weil ich keine Ladestation dann mehr übrig hatte. Übrigens ist anscheinend die Größe der Crew auf 40 beschränkt. Ab 40 kannst du nicht weitere Crewmember machen.
So. Ich denke, damit kann ich erstmal leben. Hey, ich habe 40 Ressourcen weniger als vorher. Naja, kommt hin, ich habe auch einen neuen Reaktor gebaut. Also mehr Energie und wir haben die Dekontaminierungsabschnitte, die gab es ja vorher auch nicht. Die kosten ja auch. Und es blinkt schon wieder wegen irgendwas. Brauche ich gerade nicht. Aber ich brauche neue Geschütztürme. PDA war... Okay. Expedition und Verarbeitung. Also warum auch immer der Sensor gerade läuft. Feinde sehe ich nicht. Tut mir leid, das hat alles ein bisschen lange gedauert. Ah ne, das ist ja dann... Oh. Ja. Und Produktion, muss ich mich jetzt dran erinnern immer, ist ein dahinter. Klonlabor braucht jetzt einen Arbeiter. Stanislav, ey, so hieß früher. Wirklich ein Kollege von mir. Drei hiervon und wir können 5 Infernus noch anstellen. Ja, das war's. Ich glaube, das Radar läuft nur wegen einem Fehler. Rahmen brauche ich für Robotik. Das sollten wir als erstes dann wieder suchen im Weltall. Und sonst, ja, bin ich erstmal zufrieden. Job assigned. Holen noch einen zweiten ins Klon-Center. New clone arrived. Auch neue Arbeiter. Produktion. Bip, bip. Ach, wir haben noch die Pilze. Cloning done. Ach ja. Bevor ich es vergesse. Oh, das scheint ja doch ein Gegner zu sein.
Power reestablished. Der ist hier über mir. Tut was, Klone. Na toll. Aber alles schön im Lager, ey. Zum Glück ist das Radar verbuggt, ja. So sehe ich das auch. Aber sie sind schön in dem Bereich geblieben. Habe Dekontaminierung davor. Obwohl es natürlich doof ist, sie können ja trotzdem unten, also da unten drunter durch. Das ist halt echt kacke. So, noch mehr Geschütze. Dafür habe ich extra Schwarzpulver eingetauscht. Da kommt noch unter jeder Dekontaminierung ein Geschütz. Und dann fliege ich wieder in neue Welten. So, könnt ihr eben kurz schauen, ob die gesamte Produktion im Klonlabor durch ist. Ist sie? Dismissed. Dann kann ich euch zwei hier entlassen am Klonlabor. Ups. Da haben wir in den beiden Abschnitten eine Gun stehen.
Und hier noch eine. Ja, wenn ich Sicherheitstüren finde, können die Aliens überhaupt nicht mehr raus. Das ist wundervoll. Habe ich aber noch nicht. Manchmal hast du Glück, manchmal hast du Pech, wie bei Faster Than Light zum Beispiel auch. Das ist halt Sandboxing. Mit den Technologien. Fangen wir langsam wieder an, die Raffinerien zu starten. Job assigned. Job assigned. Den Fernus setze ich dann für die Landungstrupps ein, weil die müssen nicht intelligent sein auf dem Landungstrupp. New materials have been refined. Genauso wie im Treibhaus müssen, glaube ich, auch keine schlauen Menschen sein. New materials have been refined. Processing. Nicht, dass die Menschen besonders schlau wären hier. Man sieht, der Menschenklon wirklich basic. Jeder andere Level 2 Klon ist besser. New materials have been refined. New materials have been refined. Ja, die Level 2 Klone sind da auch besser. Ist doch nichts falsch dran. Job assigned. Job assigned. Job assigned. Job assigned. So, da sind die dumm für runterfliegen. New materials have been Natürlich ist Level 2 Menschenklon dann auch besser. Aber mein Standard-Menschenklon. Und wie ich gesehen habe, kriegst du die DNA-Proben für Menschenklon 2, wenn du gegen Piraten und sowas kämpfst, weil das dann theoretisch Menschen sind. Aber ich habe ja auch keinen Bock, die ganze Zeit gegen Piraten zu kämpfen. Boah, vor allem habe ich mal richtig Crew, ey. Job assigned. New material. Job assigned. Menschen können gut im Treibhaus arbeiten. Da kriegen die keine Krankheiten, da haben die nichts mit Aliens zu tun. Also die Level 1 Mannequin. So, dann wollen wir mal wieder ein wenig reisen. New materials have been refined. Shit, aus was denn jetzt nochmal Roboter? Wirklich aus den einfachen Rahmen? Bei den Sonnenstürmen kann ich eh nicht reinfliegen. Aber ich weiß, dass hier alles leer ist. Außer hier oben bei den Sonnenstürmen. Obwohl, mir fällt gerade ein. Dafür brauche ich einen mehr Zentrifuge. Dann könnte ich ein Schild bauen. Und Zentrifuge gibt es nur da. Bei den zweien.
Ja, da war ich vorhin mal drin. Mahlzeit, Tomazzo. Ja, auf YouTube werden wir das nächste Mal irgendwo ankommen, wo ich wieder Ressourcen sammeln kann. Weil ich jetzt hier den obligatorischen YouTube-Break mache.